Sherry hat gesagt, dass sie Simmons im Kunlun-Building treffen wird. Zunächst einmal müssen sie sich einen Weg durch den Markt vor ihnen bahnen. Hallo und willkommen zurück zu Resident Evil 6. Okay, wir sind jetzt bei diesem, ja, wie gesagt, wie bei diesem Markt und müssen hier durch. Und es wird ein ganz schönes Stück Arbeit, das weiß ich noch, weil diese Viecher da, das wir gerade gesehen haben, die sind echt nicht ohne. Oh, super. Drei einzelne Schlösser. Oh Mann, na gut. Finden wir heraus, wie man sie öffnet. Ach nein, diese Viecher sind so widerlich. So eklig. Und die sterben noch nicht mal. Was zur Hölle? Vermutlich hat sich deshalb die ganze Straße verschanzt. Die Bewohner wollten ihn abwehren. Erstmal was anderes. So, und da ich weiß, dass ich den nicht töten kann. Das ist ein neuer Trick. Verschwende ich da jetzt auch ehrlich gesagt keine Munition für das Vieh. Und hole mir jetzt auch direkt den ersten Schlüssel. Der ist nämlich hier hinten dran. Weiß ich dann alles doch noch relativ gut. So, hier ist der erste Schlüssel. Sehen Sie, ein Schlüssel. Fehlen uns noch zwei. Genau, Alter. Der andere ist nämlich hier drüben. Ich glaube, hier rüber. Genau, und dann hier hinten. Und der hat auch einen Schlüssel. Noch ein Schlüssel. Fehlt nur noch einer. Na gut, dass ich mir das alles gemerkt habe. Und jetzt muss ich noch hier rüber. Beziehungsweise muss Helena darüber und mir das Tor öffnen. So, Mädel, mach hinne, bevor die Viecher da oben hier sind. Und wenn du darüber gehst und mir hier die Tür öffnest, mache ich schon mal die zwei Tore hier auf. Also die ersten zwei Schlösser-Tore. Das war Nummer 1. Das war Nummer 2. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch der dritte. Ah, da muss ich warten, bis Helena mir hier die Tür aufmacht. Moment, mach ab. Los. Perfekt. Ich wollte gerade sagen, mach mal uff und lass mich da durch. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, wo genau. Der liegt hier drin, richtig. Boah, da ist diese blöde Hand. Boah. Die sind so fies, ey. Nein. Alter, ohne Witz, ey. Verpisst euch. No! Ich wusste es. Ich wusste es. Oh nein. Ihr miesen, fiesen, kleinen... Piep. Okay. Und da kommt ja noch einer, ohne Witz, ey. Wie viele sind das denn? Das ist doch nicht mehr normal. Ich dachte, hier wäre noch was anderes außer dem Schlüssel gewesen und diesem ekelhaften kleinen irgendwas. So. Tür auf. Du bist nur da jetzt durchgekommen. So, und das ist nämlich jetzt das letzte Schloss. Und dann kann ich dann nämlich einfach brav durchgehen, ohne die Viecher groß bekämpfen zu müssen, weil, wie gesagt, das bringt mir eh nicht so viel.
So, ja, natürlich. Ganz sicher nicht. Ich lass mich doch von dir nicht hier reinschubsen, ey. So. Nein. Verdammt. Alter, der killt sich damit ja selber. Okay, ich hatte nicht mehr damit gerechnet, dass ich noch R1 drücken muss. Ich dachte einfach nur hier so einmal rund machen. Das würde reichen. Na gut, auf ein neues, weil es so schön war. Ja, 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 ja. Nee, ich will wirklich nicht. Ich will echt nicht stören. Ah, komm schon. So. Jetzt aber. Und rein mit dir. Den möchte ich aber wirklich nicht gerne essen. Alles sicher aus. Schnell. Nicht, dass wir Simmons verpassen. Ja, das wäre nicht so cool. Simmons wird jetzt wirklich penetrant. Penetrant und anstrengend. Ada. Folgen wir ihr. Ada. Ach ja. Der geht ja vor. Stimmt. Jetzt kommt unser alter Freund. Ist verschlossen. Wir müssen einen anderen Weg finden. Dann nehmen wir halt einen anderen Weg von mir aus. Ach, Alter. Wir müssen es zum Aufzug schaffen. Schnell! Ignorieren Sie die. Sie ist das Ziel. Schön, dass Sie vorbeischauen. Gefallen Ihnen meine Hubbauer? Genießen Sie den Aufenthalt. Wow, warte mal. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Ach so, L und X. Ach so, richtig. Da war ja was gewesen. Das war irgendwie gerade nicht so schlau von mir. Das mit dem Sprinten und dem Rutschen habe ich noch nie wirklich rausgehabt. Verdammt! Die waren schneller. Na dann. Wir nehmen die Treppe. Dann nehmen wir mal die Treppe. Ist eh viel gesünder laufen, von daher. So, aber wir sind ja noch nicht am Ende. Ach nein, diese kleinen Viecher, ey, die jetzt kommen. Ohne Witz. Die rauben mir echt jeden Nerv. Die sind so anstrengend. Oh, ein Heilspray. Ein Erste-Hilfe-Spray.
Wie das den dann immer zur Seite schiebt, wenn ich es in der Mitte der Tür stehe und einfach an der Seite aber den Knopf drücken muss. Was ist das hier? Keine Ahnung, aber es gefällt mir nicht. Achso, ich muss erst darüber zur Tür. Erstmal mit grober Gewalt versuchen. Alter. Was geht in Ihrem Kopf vor? Ich frage Gute Sie, sobald Frage. Wir Sie haben. Liam, Helena, bitte kommen. Ich versuche Ihnen das Schloss aufzumachen, aber es ist gut gesichert. Ich werde es weiterhacken, aber versuchen Sie es manuell zu umgehen. Okay. Kein Problem. Kann ich das nicht? Ach so, sie muss das machen. Scheiße! Sicherheitsverstoß. In Raum 1. So. Sicherheitsverstoß in Raum 1. Sicherheitsverstoß in Raum 0. Jawoll! Komm schon, mach weiter, Alter, ich sehe nichts. Sicherheitsverstoß in Raum 0. Sicherheitsverstoß in Raum 1. Au! Sehr gut, die Hälfte ist geschafft. Oh, Mann! Sicherheitsverstoß. In Raum 1. Gut, dass ich das ausgerüstet habe, ey. Ohne Witz. Sicherheitsverstoß. In Raum 1. Deaktiviere Verriegelung. In Raum 1. Sehr schön. Man dankt. Boah, ey. Das war vielleicht Niemand ein Stück Arbeit. Niemand möchte nicht, dass wir Eda kriegen. Vielleicht arbeitet sie nicht allein. Oh, nicht schon wieder. Ich komme. Ach, Alter. Willst du mich eigentlich verarschen? Und tschüss. Boah, das war jetzt aber wirklich knapp, Mann. Das war jetzt wirklich knapp. So. Ich glaube auch nicht, dass Ada reden will. So, sprinten wir jetzt mal ein bisschen. Ui, jetzt sehe ich aber auch wieder nichts. Hat Spaß gemacht. Ciao! Ada! Das ist auch nicht die richtige. Das ist nicht die richtige. Aber ja! Ja. Da ist sie. Halten Sie sie auf. Ich hab sie. Das hätte ich eigentlich auch aus Thumbnail nehmen können. Chris? Liam? Was machst du hier? Nimm die Waffe runter, Chris. Sie ist eine äußerst wichtige Zeugin. Eine Zeugin? Sie steckt doch hinter allem! Nein,
tut sie nicht. Es war Simmons, der nationale Sicherheitsberater. Wegen ihr habe ich meine Männer verloren! Ich über 70.000 Menschen! Den Präsidenten eingeschlossen. Alles wegen Simmons. Sie arbeitet für Neo Umbrella. Weißt du, was das bedeutet? Ja, ich weiß. Und trotzdem schützt du diese Frau? Richtig. Von mir aus könnte der Ada ruhig erschießen. Ich mag die eh nicht. Halt! Verdammt! Helena! Er wird sie umbringen! Chris, warte! Wir beide wollen doch dasselbe. Also gut. Die BSAA übernimmt Ada. Du kümmerst dich um Simmons. Chris, du wirst das Richtige tun. Ja, indem du sie abknallst. Wir uns auf ihn verlassen. Er ist genauso lang dabei wie ich. Ich vertraue ihm. Okay. Na los, finden wir Simmons. Würde ich auch sagen, Mama ist Simmons fertig. So. Folgen Sie Derek Simmons. Wo muss ich denn jetzt sagen? Ich glaube, ich muss auch hier runter. Leon, Helena, bitte komm. Wenn Cherrys Infos stimmen, sollte Simmons direkt voraus sein. Passen Sie auf. Leon, sind Sie wirklich damit einverstanden? Das Ziel ist Simmons. Er war es schon immer. Bereuen Sie, dass Sie ihr nicht gefolgt sind? Um Ada kümmern wir uns später. Jetzt geht es einzig und allein um Simmons. Warum die aus Ada und Leon dieses besondere Pseudo-Pärchen machen mussten. Ach, das ist so nervig. Da hoch müssen wir. Okay. Oh, obwohl ich heute Nacht eigentlich relativ gut und viel geschlafen habe, fühle ich mich wie erschlagen. Das ist der Hammer. Und ich muss heute Abend auch noch arbeiten. Ach, ich habe keine Lust. Simmons! Oh, das kommt aber unerwartet. Nein! Halt! Ah, Agent Birkin. Perfektes Timing. Seien Sie so nett und nehmen Sie die beiden fest, ja? Sie sagen, Sie stecken hinter dem Terrorangriff. Stimmt das? Was? Laufen die herum und reiben es jedem unter die Nase, der zuhört? Antworten Sie! Es dient dem Schutz der Vereinigten Staaten und der globalen Sicherheit. Wie soll die Ermordung des Präsidenten gut für das Land sein? Der Präsident ist tot? Tja, dafür können wir uns bei Leon bedanken. Fahren Sie zur Hölle, Simmons! Beseitigt sie. Nein, aufhören! Ah! Jake ist so cool. Da können wir noch gebrauchen. Sie müssen vorsichtiger sein. Okay. Wie geht's jetzt weiter, du Held? Werden Sie es bis zur Tür schaffen? Warum machen wir sie nicht kalt? Weil Sie sich um Sherry kümmern müssen. Ist es nicht eigentlich andersrum? Ich habe Wichtigeres zu tun. Und was werden Sie beide jetzt tun? Wir erledigen Simmons. Hier sind Informationen drauf, wie man den C-Virus stoppen kann. Simmons will sie. Danke. Ich sage FOS Bescheid, dass sie Geleitschutz brauchen. Bewegung! Wie kann man nur mit zwei Waffen... der Meinung sein, präziser schießen zu können als anders. Oh,
mich erwischt. Nicht schlecht. Er entkommt uns. Na los! Nicht gut. Wirklich nicht gut. Na, dass der sich jetzt auch noch mit dem Virus hat anstecken lassen. Alter, weißt du, es kommt davon, wenn man seine Aufmerksamkeit auf einen Punkt richtet und seine komplette andere Deckung vernachlässigt. Simmons! Es geschieht ihm aber auch irgendwie recht. Kommen Sie zurück! So, aber ich mache jetzt hier wieder einen Cut. Bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und wir nähern uns so langsam dem Finale, also ganz, ganz langsam. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, tschüssi!